Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Alice 19, natürlich von der Frise Schumarisch 1.2. Wo machen wir weiter? Müssen wir erstmal kurz gucken. Genau, wir haben die Ballenpresse mit Cosplay losgeschickt beim letzten Mal und ich hatte gerade eben noch Cosplay geupdatet. Sonntagabend ist es bei mir gerade, nur zur Info. Weiß nicht genau, welche Cosplay-Version das dann wäre und ja, es hat mir sozusagen die Savegame zerschossen. Ich konnte nicht mehr laden das Spiel, musste also ein älteres Savegame wieder eine ältere Cosplay-Version drauf spielen und mit der funktioniert das wieder. Also, keine Ahnung, woran das genau liegt. Hoffe natürlich jetzt einfach nur, dass das hier weiterläuft. Also eine ältere Version habe ich jetzt drauf. Ihr seht, jetzt habe ich aktuell die Version 20 wieder drauf. Ich hatte zwar auch schon die Version 65 oder was beim letzten Mal. Die wäre, glaube ich, auch in Ordnung, aber die habe ich auf die Schnelle nicht mehr und von daher muss ich auf einen älteren Cosplay-Stand zurückgreifen, den ich noch im Sicherungsordner drin hatte. Naja. Blöd, aber wie gesagt, die neueste Version scheinbar von Sonntagabend ist ein bisschen fehlerbehaftet. Wird sich aber mit Sicherheit dann ja auch was tun. Wahrscheinlich am Montag oder so geht er schon wieder, vielleicht auch sogar Sonntag im Laufe des Abends noch. Sind da ja immer recht fleißig und viel am Entwickeln. So, jetzt machen wir noch die dritte Vorgewendereihe hier, ne? Dann haben wir das soweit. Weiß gar nicht genau. Muss einmal das Feld mal schnell anschauen. Doch, wir sind einmal rundherum gefahren und hier genau, Dreier Vorgewende, das ist in Ordnung. Auf der 2 waren wir am Anpflanzen. Hopfen, genau. Hopfen pflanzen wir an. Da wollten wir Hopfen Roggen machen. Ich habe auch mir schon sagen lassen, einige Fruchtsorten, also wer viel Geld verdienen will, müsste wohl Karotten und Zwiebeln machen. Aktuell ist da auch der Ertrag eindeutig zu hoch eingestellt. Ihr seht es vielleicht hier auch im Verkaufsmenü. Wenn wir uns da mal kurz die Preise angucken für Karotte und Zwiebeln. Und wenn wir das vergleichen mit den Preisen für die Erdfrüchte, Kartoffeln und Zuckerrüben, ist da definitiv nochmal eine Anpassung von mir erforderlich. Werde ich demnächst machen. Es steht sozusagen mit auf der Liste für Map-Version 1.3. Aber nur deswegen jetzt eine neue Map-Version fertig machen. Boah, also die Leute, die jetzt sich auf Karotten und Zwiebeln stürzen, haben halt Glück. Kann man eine Woche oder zwei ein bisschen Geld öffnen. Oder sagen sich halt, okay, nee, dann warte ich auch noch ein bisschen. Weil das ist halt echt ein bisschen zu hochpreisig. Ich werde den Ertrag pro Hektar ein bisschen reduzieren. Gleichzeitig aber auch den RK sozusagen, den Verkaufspreis für die Fruchtsorten reduzieren. Dann habe ich nochmal gehört, Stroh ist ein bisschen zu viel bei Roggen. Es sieht aber, glaube ich, nach mehr aus, als es ist. Ich hatte auch schon jemand, der das vergleichsweise getestet hat. Das ist nur minimal, wenn. Da mache ich vielleicht nochmal ein ganz bisschen weniger Ertrag. Das ist noch, dann passt das noch ein bisschen besser vielleicht. Aber das ist nicht komplett so schlimm wie halt der übermäßige Ertrag von den Zwiebeln und von den Karotten. Aber wie gesagt, da wird demnächst Abhilfe geschaffen werden. Aktuell XXL-Ertrag, kann man sagen. Lohnt sich also, wer darauf Lust hat, macht's, wenn nicht, dann nicht. So, wir stützen uns trotzdem auf Roggen und Hopfen. Dann wollen wir den wieder losschicken. Schöne Kombi. Den haben wir mit einer ganz normalen Standard-Helfer am Laufen. Ne? Motor an, Helfer los, viel Spaß. Die Maschine Hopfen, Dünger, ja, das ist auch schon. Den müssen wir bald nochmal auffüllen, denke ich. Und, oh, wow, ist fast fertig. Ist die Arbeit auch endlich erledigt. Perfekt. Der, ja, richtig gut Cosplay, ne, wie er uns Ballen presst. Das ist echt eine richtig tolle Arbeitserleichterung für mich. Und wir haben noch einen Düngerstreuer hier irgendwo stehen. Der hat keinen Kurs geladen. Der müsste aber doch irgendwas mit F16. Den haben wir gar nicht, den Kurs. Haben wir keinen doch haben wir kalkuliert, nicht gespeichert, wa? Na gut. Schafft auch normaler Helfer.
hatte auch schon die Idee, ob wir die beiden Felder hier zusammenlegen, aber ich glaube, dann würde ich tatsächlich nach der nächsten Ernte vielleicht einmal die Fruchtsorten zurücksetzen. Ich bin noch nicht ganz schlüssig. Das überlege ich mir bis dahin noch. Aber ist halt eine Überlegung, ne? Einmal das hier wegrubbern einfach zwischen den beiden Feldern, dann haben wir hier ein schön großes Feld. Der will nicht hier irgendwie, ne? Ich glaube, er sollte mich auch noch kalken. Ja, der Helfer arbeitet hier gerade nicht ordentlich. Das müssen wir selber machen. Seht, ich habe immer noch Tee hier, aber es geht schon langsam wieder besser. Ja, und ihr habt es natürlich wieder geschafft, liebe Leute. Morgen, Mittwoch, mit 3 Folgen. Danke für eure Unterstützung, danke für die ganzen Likes, die ihr wieder da gelassen habt. Vielen, vielen Dank. Selbst ohne genau zu gucken, wie viel Sonntags jetzt kam, ist es auf jeden Fall erreicht, das Ziel. Und wenn ihr noch mehr Gas gibt, dann wird es natürlich irgendwann sein, dass es vielleicht 4 Folgen sind, aber dann müsst ihr schon, ne, muss jeder Dritte so ungefähr einfach mal ein Like da lassen. Aber da sind auch einige dabei, die da keinen Bock drauf haben. Ist auch in Ordnung. Trotzdem danke fürs Reinschalten. Und nochmal ein extra dickes Dank sozusagen an die Supporter. Und die Kanalmitglieder vor allen Dingen auch. Vielen, vielen Dank. Da haben wir auch ziemlich großen Zuwachs in den letzten Wochen. Freut mich. Gut, dann was haben wir 46.000. Und was wollte ich denn als nächstes eigentlich investieren? Traktor haben wir gekauft. Müssen wir natürlich erstmal ein bisschen sparen, das ist klar, aber ich bin auch echt mega gespannt, ob wir das mit Courseplay und dem Ballenwickler irgendwie hinkriegen. Ne? Wenn das automatisiert funktioniert mit Courseplay, ist das mega. Dann können wir vorstellen, dass wir danach nochmal irgendwie in absehbarer Zeit uns weitere Grasfelder organisieren, weil dann ist das ja auch so eine nicht komplette Vollautomatik, weil es ja trotzdem die Ballen müssen wir noch sammeln und dann verkaufen fahren, aber Schlimmeres, denke ich. Diese eine Ecke, genau die wollte ich noch weg haben. Da sind wir wieder, ne? Fährt wieder, als hätte er 3 Promille oder so was. Ich weiß ja, Fahranfänger. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Passt doch immer noch nicht. Ja, bevor wieder gefragt wird, die Leute, ich habe noch keine Ahnung. Es wird bestimmt irgendwann Fabriken auf deinem kritischen Marsch geben, aber nach dem aktuellen Stand gibt es noch kein offizielles Release-Date, keine Ahnung, Informationsdatum, wann es soweit sein wird. Ich werde euch aber natürlich auf dem Laufenden halten. Also macht immer Sinn, öfters mal reinzuschalten, wenn man sich für das Thema interessiert. Und ja, im Zweifel einfach mal in den Kommentaren lesen, weil meistens steht das ja schon mal drin und beantwortet. Weil ich glaube, die Frage wird unter jedem zweiten Video im Schnitt gestellt, manchmal auch mehrmals. Ich kann es vielleicht, kann es euch leider nicht genau sagen, wenn es soweit ist. Ich würde mich natürlich auch selbst freuen, wenn es soweit wäre, aber okay. Dann ist es eben so, müssen wir ein bisschen warten. Jetzt fällt es mir wieder ein, wir wollten noch ein neues Hofsilo machen. Spätestens wenn die Felder hier erntereif sind, brauchen wir ein neues Hofsilo. Multifruit. Und wir dann von den Feldern dann wieder neue Silokurse einzeichnen, aufnehmen können, die wir dann langfristig mit Sicherheit hier in dem Projekt immer wieder brauchen werden. Der Regen begleitet uns wahrscheinlich den ganzen Tag über. Auch schön, ne? Jetzt haben wir das Wetter hier, überall steht Wetter. Nordfriesland bis Nordfriesland seht ihr jetzt hier, ne, ist Dienstagfolge, ist schon schlecht Wetter. Ich glaube in Südhämmern ist er erst am Donnerstag schlecht Wetter. Ja, so als kleiner Spoiler. Glaubt nämlich, da kommt Donnerstag der Regen. Irgendwie so. Macht auch Sinn, aber reinzuschalten. So, diese Maschine läuft. Da vorne hat sie ein bisschen was übergelassen, das müssen wir dann noch nacharbeiten. Das war aber nur ein kleines Stück.
hat seine Aufgabe hier relativ gut erfüllt. Ist natürlich echt mies langsam mit dem Tiefenlockerer. Da habe ich vielleicht demnächst noch einen anderen Mod, den wir nutzen können, der eine Flugfunktion hat und eigentlich eher eine Scheibenecke aussieht, aber würde sie nutzen. Ich muss noch mal gucken. Ich glaube, der Preis ist extremst niedrig. Ne? Muss man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten oder auf 80.000 oder was einstellen. Ich will keine Cheat-Fahrzeuge hier kaufen, die irgendwie ein Ablo und ein Ei kosten. Nee, das gefällt mir nicht. Aber es ist nicht so schwierig, das einmal zu ändern. Und ich kann euch den kurz zeigen, weil drin habe ich den. Das kann ich mir schon vorstellen, dass wir den in Zukunft dann irgendwann nutzen. Da ist das die Scheibenecke, also das ist die Lemken, die kostet eigentlich 121.000. Der braucht 400 PS, ähnlich wie unser Tiefenlogger, glaube ich. Der braucht 120 PS, oder? Und die gibt es nämlich als unter Flug, als Mod. Auch die Lemken Giant 12S, das ist die gleiche, hat einfach eine Flugfunktion. Kann neue Felder anlegen. Ist schon praktisch, aber mit 18.000, weiß ich nicht. Warum macht man sowas? Wenn man solche Mods schon macht, finde ich nicht schlecht, aber da muss auch 120.000 oder 100.000 entstehen oder sowas. Damit das dann auch vergleichbar fair ist irgendwie, ne? Sonst, weiß ich nicht, finde ich es nicht so gut. Ist persönliche Meinung, jeder macht das anders sehen. Auch völlig in Ordnung, zum Glück. Aber bevor ich uns den zulege, um halt Felder zusammenzulegen, würde ich da erstmal den Preis erhöhen. Oh, guck mal, hier, das Mittelding hat er schon bald fertig gepresst. Genau. Läuft. Weiß ich nicht, sollen wir mit dem anderen, mit dem frei gewordenen, uns den Wickler schon mal holen? Und da müssen wir jetzt versuchen, so einen Wickelkurs zu machen. Ich habe keine Ahnung, ob das ansatzweise funktioniert mit DP. Den fahren lassen, wickeln lassen und abladen. Natürlich, glaube ich, mit einer der Königs-Clean, die es gibt. Traktor nicht so groß. Jetzt machen wir es mit dem größten Traktor. Ist eigentlich auch ein bisschen albern. Aber die anderen sind so gut wie alle irgendwie in Arbeit. Wir bräuchten den Kurs baden pressen. Müssten den wahrscheinlich mit ein bisschen Versatz einstellen. Wie kann man das auch, oder? Nicht? Das wird ein Feldbearbeitungskurs, hoffe ich mal. Dann lassen wir uns mal kurz alles. Ah, guck mal, der hat sogar einen Gerätversatz drin. In welche Richtung würden wir fahren? In diese Richtung würde er theoretisch fahren. Lass uns das mal kurz üben. Ich würde jetzt einfach in diese Richtung losschicken hier. Dann hat er nämlich 2,50 Versatz und das ist für den perfekt eigentlich. Okay. Der Wickler braucht nämlich ca. 2,50 Versatz. Dreht es an, das sehen wir. Jetzt müssen wir nur kurz warten und schauen, ob das funktioniert. Und das echt, dann können wir drei Kreuze machen. Dann können wir in Zukunft Ballen pressen und wickeln. Mähen und Spaten ja sowieso schon. Alles automatisiert mit Kursplanung. Stellen Sie sich die Frage, was machen wir noch selbst? Ja, doch, da bleibt schon was über. Wir müssen die Fahrzeuge immer von A nach B bringen und müssen das Ganze ein bisschen managen. Und wir werden natürlich das Problem haben, dass man nicht jeder Ballen so schön gerade hier in Reihe liegt, sondern zwischendurch auch mal im Ball ein bisschen falsch liegt und ach, wir müssen immer noch bestimmt nachher ein bisschen nacharbeiten. Was einem jetzt sofort auffällt bei dem Traktor, der ist natürlich echt groß. Groß heißt, der Wendekreis ist auch groß. So, jetzt die spannende Frage. Wickelt er, also er kriegt ihn ja, aber er fährt jetzt einfach weiter, oder? Das heißt, wir müssten jetzt vielleicht die Arbeitsgeschwindigkeit noch reduzieren, oder sehe ich das falsch? Im Feld, warte mal. Nur auf 6 km/h oder so. So, ich muss noch automatisch abladen machen irgendwie, oder? Wie geht das denn noch? Einlassen. Naja, okay. Ich muss erstmal auf automatisiert abladen klicken. Dann versuchen wir das nochmal. Mit 12,76 km/h. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen Timingssache, ne? Ja, damit ihr seht, dass ich nichts mache, sondern dass das jetzt vom Kursball gemacht wird. Perfekt.
Nicht ganz, aber fast, oder? Was sagt ihr, die Leute? Schreibt gerne rein in die Kommentare. Ich find's mega. Einer. Wobei Silage bei den nervigsten Aufgaben. Voll automatisiert mit Kursplan. Wir können uns vielleicht sogar 7 km/h fahren lassen. Das ist so ein bisschen Feintuning. Mehr würde ich es aber erstmal nicht machen. Weil mal sind die Abstände ein bisschen größer, mal sind die Abstände ein bisschen kleiner. Ihr seht schon, also 7 ist glaube ich hier ganz kurz vor dem anderen Bein abgeladen. Ja. So. Den müssen wir jetzt eigentlich nochmal am Startpunkt starten. Das würde aber bedeuten, dass wir vermutlich an den Seiten nachher Ballen über haben. Wir lassen ihn einfach nochmal am ersten Wegpunkt starten. Fahren da aber selber hin. So, dann müssen wir erst irgendwann mal hier. Ich meine, klar, er wird nicht alle Ballen erwischen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, dann warten wir einfach noch ein bisschen, bis der Wickler ein bisschen vorangekommen ist, weil ansonsten blockieren wir den auch wieder voll. Diese Bahn hier, die könnte man schon pressen lassen. Aber es kann ja auch nicht schaden, ein bisschen zu warten und mit dem vielleicht einfach schon mal. Was kann man ja in Zukunft mit dem LKW sogar machen? Etwa der. Ach nee. Na guck mal. Also wir lassen den hier mal allein. Guck mal, was erst. Da hätten wir sogar 4 Vorgewände machen müssen mit der Sämaschine. Da ist immer noch eine Lücke. LKW brauchen wir gleich. Wir müssen ihn auffüllen. Er braucht eigentlich beides, Dünger und Saatgut. Ist eine Sache, liebe Morgen, liebe Leute, für morgen, für den Megamittwoch. Morgen um 9 starten wir hier. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like da und beim nächsten Mal dabei sein. Ne? Vielen, vielen Dank. Bis dahin.